to the big story. For 6 months, Savannah Spurlock's family has been searching for answers, hoping to bring the missing Madison County mother of four home. Their hopes were dashed last night when police found a body now positively identified as Savannah Spurlock, buried behind a home in Garrett County. Savannah Spurlock war eine junge Mutter mit vier Kindern, die in Amerika lebte. Einen Monat nach der Geburt der Zwillinge beschloss Savannah, mit ihren Freunden auszugehen. Doch irgendwann nahmen die Dinge eine Wendung zum Schlechten und Savannah kehrte in dieser Nacht nicht nach Hause zurück. Im heutigen Video werden wir über das mysteriöse Verschwinden der jungen Mutter sprechen. Außerdem werden wir Zeugen des Verschwindens von Brittany Tovar und wie ihr Angreifer schließlich gefasst wurde. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Savannah Spurlock wurde am 5. Februar 1996 in Kentucky geboren. Sie hatte eine sehr glückliche Kindheit und war immer voller Energie. Sie mochte es, mit ihren Schulfreunden und Geschwistern zu spielen. Sie hatte eine Leidenschaft für das Tanzen und trat daher der Tanzgruppe in der Mittel- und Oberschule bei. Auch an der Universität war sie eine ausgezeichnete Studentin und sehr erfolgreich. Während ihrer Universitätszeit lernte sie ihre beste Freundin Sabrina kennen. Sie lebten zusammen in einer Wohngemeinschaft. Doch Savannahs Leben nahm einen etwas anderen Weg als Sabrinas. Während sie noch Studentin war, wurde sie mit ihrem ersten Sohn Noah schwanger. Sie versuchte, ein Baby aufzuziehen, während sie gleichzeitig die Universität besuchte. Sogar in ihren frühen 20ern wurde sie mit ihrem zweiten Kind schwanger. Der Vater ihres zweiten Kindes war ihr damaliger Freund Jack Smith. Sie entschied sich, vorübergehend die Schule abzubrechen, um sich um das Baby zu kümmern. Ihr Freund Jack war sehr fürsorglich und behandelte das Kind, das nicht biologisch mit ihm verwandt war, wie sein eigenes. Gegen Ende des Jahres 2018 bekamen sie Zwillinge. Zane und Siri wurden geboren und das junge Paar hat insgesamt vier Kinder. Doch irgendwann kamen sie zu einem Punkt, an dem sie sich nicht einig waren und beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Nach der Geburt waren die Zwillinge hauptsächlich in der Obhut von Jack. Die junge Mutter Savannah kümmerte sich um ihre zwei- und vierjährigen Söhne. Am 3. Januar 2019 plante Savannah, mit ihren Freunden auszugehen. Sie hatte erst vor einem Monat die Zwillinge zur Welt gebracht und eine schwere Schwangerschaft hinter sich. Es sollte ihre erste Nacht sein, in der sie seit Monaten ausgehen konnte. Ihre Mutter Ellen Spurlock stimmte zu, sich um die Kinder zu kümmern, während Savannah draußen war. Savannah stieg in das Auto ihrer Mutter und machte sich auf den Weg, um Scabrina zu treffen. Zusammen gingen sie zu einem anderen Freund nach Hause. Die drei stiegen in das Auto eines Freundes und fuhren zur The Other Bar in Lexington. Einer ihrer Freunde verließ frühzeitig die Bar, während Sabrina dort blieb. Irgendwann gerieten Savannah und Sabrina in einen Streit und Sabrina beschloss, die Nacht zu beenden und nach Hause zu gehen. Savannah verließ die Bar gegen 3 Uhr und rief zur gleichen Zeit ihre Mutter Ellen an. Sie sagte ihrer Mutter, dass sie mit ihren Freunden unterwegs sei und später nach Hause kommen würde als geplant. Ihre Mutter Ellen sagte ihr, sie solle aufpassen und ging dann schlafen. Als Ellen am Morgen aufwachte, bemerkte sie, dass ihre Tochter Savannah immer noch nicht nach Hause gekommen war. Sie war besorgt, da sie ihren zweijährigen Sohn nicht so lange allein lassen würde. Sie versuchte, ihre Tochter wieder anzurufen, konnte sie jedoch nicht erreichen. Entweder war ihr Telefon ausgeschaltet oder der Akku war leer. Besorgt Ellen meldete sie noch am selben Tag das Verschwinden ihrer Tochter der Polizei. Die Polizei sprach mit Savannahs Freunden und erhielt auch Sicherheitskameraaufnahmen aus der Bar in Lexington.
Savannah wurde zuletzt gesehen, als sie die Bar mit drei Männern verließ. Sabrina sagte, dass sie die Männer, von denen sie sich getrennt hat, nicht kennt. Sie glaubte sogar nicht, dass Savannah sie kannte. Ellen sagte der Polizei, dass Savannah während ihres FaceTime-Gesprächs gut aussah und deshalb keine Sorge hatte. Als sie sie anrief, befand sich Savannah in einem Auto. Sie bemerkte sogar, dass ein Mann das Auto fuhr. Wie Sabrina, kannte auch Ellen den Mann im Auto nicht. Die Polizei begann mit der Suche nach den drei Männern, die mit Savannah auf den Überwachungskameras gesehen wurden. Sie identifizierten das Auto, in dem sich die Männer und Savannah befanden. Die Polizei fand schließlich die Männer. Sie stellten fest, dass Savannah sie nicht kannte, aber die drei Männer waren enge Freunde. Die Polizei vermutete, dass zwei der Männer mit Savannah im Auto waren, während der andere sie in einem anderen Auto verfolgte. Die Polizei stellte fest, dass alle vier nach Verlassen der Bar zu einem Haus gingen. Der Hausbesitzer war ein 23-jähriger Mann namens David Sparks. Sie machten sich auf den Weg zu Davids Haus, das 60 Kilometer entfernt war. Als sie ankamen, fragten sie nach dem Geschehen und ob Savannah noch dort war. In seiner Aussage gestand David, dass er mit Savannah und zwei ihrer Freunde in jener Nacht die Bar verlassen hatte. Er sagte, dass alle vier zurück in den Garrett County gefahren seien. Er gab an, dass die anderen beiden Männer später in der Nacht gegangen seien. Er behauptete, Savannah an diesem Abend in seinem Haus als Gast beherbergt zu haben. Sie habe in ihrem Bett geschlafen, während er in einem anderen Raum schlief. Er erinnerte sich daran, dass Savannah einmal aufwachte und nach der Adresse des Hauses und der Uhrzeit fragte. Nachdem er die Adresse des Hauses von David erhalten hatte, ging sie erneut schlafen. Als David am Mittag aufwachte, stellte er fest, dass sie das Haus verlassen hatte. Laut David hatte Savannah jemanden kontaktiert, um sie abzuholen und nach Hause zu bringen. Sie hatte dieser Person am Telefon die Adresse des Hauses gegeben und gebeten, sie abzuholen. Die Polizei handelte sofort und erwirkte einen Durchsuchungsbefehl für das Anwesen von Davids Familie. Es gab jedoch keine Spur von Savannah, keiner der Männer wurde festgenommen oder mit irgendetwas beschuldigt. Savannahs Freunde und Familie setzten ihre eigenen Suchen fort, unterstützt von Freiwilligen einer Rettungsgruppe. Sie durchkämmten ländliche Gebiete und Felder in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis zu finden. Die Suche dauerte Wochen, sogar Monate, jedoch gab es keine Fortschritte. Mit jedem vergehenden Tag verlor ihre Familie und ihre Freunde die Hoffnung, sie lebend zu finden. Genau 6 Monate nach dem Mord war Davids Vater auf dem Bauernhof. Während er über das Gelände spazierte, bemerkte er einen äußerst üblen Geruch. Er durchquerte das Bauernhaus und begann nach der Quelle des Geruchs zu suchen. Er wusste, dass sein Sohn verdächtig war, als Savannah verschwand. Er entschied sich, die Polizei zu kontaktieren. Er war bereit, ihnen bei der Suche nach den benötigten Beweisen zu helfen. Er nahm Kontakt zu seinem Anwalt auf und informierte ihn über die Situation. Der Anwalt rief daraufhin die Polizei an und sie kamen zum Bauernhof. Bei ihren Untersuchungen fanden sie auf dem Gelände ein flaches Grab. Es war nur 50 cm tief und Savannahs Leiche befand sich darin. Die Leiche war nackt und in Müllsäcke gewickelt, ihre Füße waren mit Klebeband zusammengebunden. David wurde verhaftet und des Mordes an Savannah Spurlock angeklagt. Allerdings behauptete er zunächst unschuldig zu sein. Nach dem Vermisstenbericht von Savannah wurde das Gebiet weiterhin durchsucht. Es konnte jedoch nie festgestellt werden, warum die Leiche zu dieser Zeit nicht gefunden wurde. Es gab keine Hinweise darauf, dass Savannahs Körper von einem anderen Ort dorthin gebracht wurde. Der Fall der Anklagebehörde stützte sich darauf, dass Savannah zuletzt mit David gesehen wurde, als sie zusammen zum Bauernhaus zurückkehrten und die Leiche dort gefunden wurde. Die Polizei entdeckte auch, dass der Teppich, der mit der Leiche gefunden wurde, dem Teppich im Schlafzimmer von David ähnelte. Kurz nach Savannahs Verschwinden wurde das Schlafzimmer durchsucht und den Beamten fiel auf, dass ein neuer Teppich vorhanden war.
Sie kontaktierten Davids Schwester und fragten sie, wo der Teppich gekauft wurde. Die Sicherheitskamerabilder von Walmart zeigten, dass David am selben Tag für einen Teppich bezahlt hatte. Bei weiteren Untersuchungen im Haus wurde Savannas Blut auf der Schranktür im Schlafzimmer gefunden. Trotz all dieser Beweise konnten die Staatsanwälte nicht genau feststellen, was mit Savannah passiert ist. Daher begannen sie Verhandlungen über einen möglichen Deal mit David. Er hat zugegeben, dass er Savannah ermordet hat und ihren Körper missbraucht hat. David hat nie vollständig erklärt, was an dem Tag des Vorfalls genau passiert ist. Indem er den Mordvorwurf akzeptierte, entging er einer möglichen lebenslangen Haftstrafe. Aufgrund von Covid-19 fand die Verhandlung über Zoom statt. David nahm live aus dem County-Gefängnis an der Verhandlung teil. David Sparks wurde zu einer 50-jährigen Haftstrafe für den Mord verurteilt. Darüber hinaus erhielt er eine zusätzliche 5-jährige Haftstrafe wegen sexueller Belästigung einer Leiche. Nach Verbüßung von 20 Jahren wird er für eine bedingte Entlassung in Frage kommen. Der andere Mann, der auch auf den Sicherheitskameras in dieser Nacht zu sehen war, wurde nie angeklagt. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie Ihre Gedanken darüber in einem Kommentar. 45-jährige Brittany Tovar lebte alleine in einem Strandhaus in Florida. Am 8. Juli 2010 begannen ihre Freunde ihre Abwesenheit zu bemerken. Seit ein paar Tagen hatte niemand etwas von ihr gehört. Berichten zufolge wurde sie zuletzt am Abend des 6. Juli gesehen. Am Abend des 6. Juli nahm sie an einer Nachbarschaftsparty mit ihren Freunden teil. In der gleichen Nacht betrat sie gegen 9 Uhr eine Tankstelle, um Benzin zu holen. Doch danach wusste niemand, wo sie hingegangen war, besorgte Freunde gingen zu ihrem Haus, um nachzusehen. Das Haus sah von außen normal aus, es gab keine Anzeichen für Aktivitäten drinnen und ihr Auto war nicht auf dem Parkplatz. Anfangs dachten ihre Freunde, sie könnte für ein paar Tage irgendwo hingegangen sein. Die Familie, die die Polizei kontaktierte, sagte, dass es unmöglich sei, dass sie ohne Mitteilung gegangen sei. Da es keine Beweise für Schäden an Brittany gab, wurde keine sofortige Untersuchung eingeleitet. Doch Brittanys 2 Freunde betraten ihr Haus mit Hilfe eines Schlossers. Sobald sie hineingingen, trafen sie auf eine auffällige Situation. Es roch nach starken Reinigungsmitteln, allen voran Chlorbleche. Brittanys 2 kleinen Hunde waren ebenfalls verschwunden, aber ihre Katzen waren immer noch im Haus. Sie fanden es ungewöhnlich, dass sie beim Verlassen vergessen hatte, die Klimaanlage auszuschalten. Die Freunde, die die Polizei kontaktiert haben, haben ausgedrückt, dass sie sich um Brittany Sorgen machen. Sie haben ausgesagt, dass sie befürchten, ihr könnte etwas Schlimmes passiert sein. Zusätzlich haben die Freunde angegeben, dass Brittany vor kurzem einen heftigen Streit mit ihrer Nachbarin anhatte. An einem Punkt eskalierte die Situation und der Streit wurde körperlich. Am Tag ihres Verschwindens sollte Brittany vor Gericht wegen eines Rechtsstreits erscheinen. Aufgrund des zeitlichen Zusammenfalls ihres Verschwindens haben die Freunde Verdacht geschöpft. Nach den Ereignissen wollte Brittany eine einstweilige Verfügung gegen Ann erwirken. Ann kam zum Gerichtstermin im Justizgebäude an, jedoch gab es immer noch keine Spur von Brittany. Ihre Familie sagte aus, dass sie ungeduldig auf ihr Gerichtsdatum warteten. Daher waren sie sich sicher, dass sie es nicht absichtlich verpassen würde. Die Polizei handelte und sprach mit Brittanys Freundin an. Sie waren überzeugt, dass Ann eine Zeugin war und sie wurde schnell entlastet. Ein paar Tage nach Brittanys Verschwinden wurden ihre beiden Hunde in den Straßen von Hopkins gefunden. Währenddessen führten die Polizei ihre Ermittlungen weiter und befragten nacheinander ihre Freunde. Einige ihrer Freunde informierten die Polizei darüber, dass Obdachlose seit Jahren in Brittanys Haus leben. Brittany bot ihnen kostenlosen Aufenthalt an und ließ sie im Gegenzug Hausarbeiten erledigen. Einer der Männer, der kürzlich bei ihr gelebt hatte, war der 26-jährige Joseph Dean Roberts.
Ihre Freunde gaben an, dass Joseph am Abend des 6. Juli zusammen mit Britney auf der Nachbarschaftsparty war. Britney und Joseph hatten sich erst vor ein paar Wochen in einem Buchladen kennengelernt. Joseph erzählte Britneys Freunden, dass ihre Familie vor Jahren gestorben sei. Als Joseph umgezogen war, kaufte Britney ihm einen Computer, damit sie gemeinsam ein Geschäft gründen konnten. Sie entwarfen Websites, das war Britneys Interessengebiet, sie mochte es, neue Dinge auszuprobieren und Unternehmungen zu starten. Am 11. Juli wurde festgestellt, dass Joseph in Evanstone wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten wurde. Er fuhr Britneys Auto und war allein unterwegs. Leider wurde Britneys Verschwinden nicht untersucht. Weil der Polizist, der sie gestoppt hat, nichts von der Verbindung von Britneys Verschwinden wusste. Außerdem stellten die Polizisten fest, dass Britneys Kreditkarte immer noch aktiv genutzt wurde. Sie überwachten die Kreditkartentransaktionen. Die Karte wurde in mehreren Staaten, von Carolina bis Idaho und Oregon, verwendet. Die Polizei veröffentlichte einen Aufruf an die Öffentlichkeit, um Josephs Aufenthaltsort zu finden. Sie sagten, dass er mit Britneys Verschwinden in Verbindung gebracht wurde und bewaffnet und gefährlich sein könnte. Am 12. Oktober wurde Joseph schließlich in Seattle wegen Diebstahls festgenommen. Die Florida-Polizei reiste nach Seattle, um ihn zu verhören. Sie hofften, dass Britney noch am Leben irgendwo lebte. Bei seiner Vernehmung erzählte Joseph jedoch genau, was mit Britney passiert war. Er sagte, dass sie bei der Klage gegen Ann zusammenarbeiteten. Britney hatte Joseph gebeten, eine DVD für das Gericht zu erstellen. Aber in der Nacht vom 6. Juli stritten sie sich. Als Joseph am nächsten Morgen aufwachte, war Britney immer noch wütend. Sie verlangte, dass er die DVD vorbereite und schrie ihn an. Sie sagte ihm, er solle aufstehen und seine Arbeit erledigen. Joseph wurde wütend, ging in die Küche, nahm einen Hammer und schlug Britney mehrmals auf den Kopf. Joseph erklärte der Polizei, dass Britney zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestorben sei und für eine Weile noch am Leben war. Joseph konnte nicht aufhören und ging zurück in die Küche. Leider nahm er ein Messer und schnitt ihr die Kehle durch. Joseph sagte der Polizei, dass er ursprünglich geplant hatte, die Leiche auf den Dachboden zu legen, aber er bemerkte, dass Britney zu schwer zum Tragen war. Daher wickelte er den Körper in Bettlaken und Müllsäcke und legte ihn dann in sein Auto. Die Polizei fragte Joseph, warum er die Hunde mitgenommen hatte. Er sagte, dass niemand glauben würde, dass er die Hunde allein zu Hause gelassen hätte, und er versuchte, Zeit zu gewinnen. Joseph beschrieb der Polizei den Ort, an dem sie Britneys Leiche finden konnten, indem er eine Karte zeichnete. Britneys Körper war so verwest, dass zur Identifizierung ihre Zahnunterlagen verwendet werden mussten. Joseph Roberts wurde wegen Mordes ersten Grades angeklagt und behauptete, unschuldig zu sein. Schließlich gab er jedoch zu, des Mordes zweiten Grades schuldig zu sein. Joseph Roberts wurde zu einer Haftstrafe von nur 30 Jahren verurteilt. Für weitere Videos klicken Sie. Das Video auf der linken Seite kann als verstörend empfunden werden und wird daher nur für erwachsene Benutzer empfohlen. Die Wiedergabeliste auf der rechten Seite besteht aus Videos, die am beliebtesten sind.